Hallo und herzlich willkommen mal wieder nach langer, langer Zeit zurück zu meinem Let's Play Together oder Koop mit Nata. Tachchen. Hallo Nata. Hallo Ben, wie geht es Ihnen? Bombastisch, denn nach langer Zeit zocken wir mal wieder. Ja, nach langer Zeit, circa 3 Wochen? Nee, nicht mal. Napoleon Total War, das ist ewig Achso, her. achso, darauf bezogen. Ja, darauf Das bezogen. ist ewig her. Ja, das sind dann gefühltes Jahr. Kommt hin, ne? Es ist auch egal. Wer interessiert hier niemanden? Wir sind auf jeden Fall wieder dabei und ich muss ganz schockiert feststellen, dass Paris den Franzosen gehört. Ja. Und da frage ich dich, was ist da schiefgelaufen? Dein Gesicht. Mein Gesicht. Das ist schief. Das ist eigentlich recht symmetrisch, wenn ich mir das so angucke. Ja, okay. Nein, ich glaube, du hattest da eine Revolution am Laufen. Das war's. Genau, das war's. Ich glaube, das war's. Ich Okay, habe dann dir muss ich jetzt nicht viel. erstmal angucken, was habe ich denn hier für eine Armee? Die ist gut, die hier ist grauenhaft. Ich würde sagen. Ich kann gerne nach ein paar Runden Armeen zur Unterstützung geben. Jetzt gerade geblitzt. Gewitter. Ein Bei uns. schönes, mildes Sommergewitter. Yay. Hansi Knob. So, ich würde sagen, wie lange würdest du ungefähr brauchen, bis du eine Armee mir schicken kannst? Warte, ich muss mal gucken. Die eine St ist hier stationiert, die könnte ich hier sofort versuchen hinzuschicken. Wie viele Die Runden? Wie andere. viel Runden? Weil ich muss überlegen, ich könnte es auch alleine schaffen, aber da ist noch eine zweite Armee, die mir ein bisschen Sorgen bereitet. Da ist so. Also, wenn ich drankommen könnte, würde ich dir sagen sogar. Also, 2 Runden Minimum. Ja. Ich bin jetzt übrigens in England gelandet. Weiß ich gar nicht, ob ich mit Ja, denen im weiß Krieg. ich. Bin ich mit denen im Krieg? Ja, ist halt. Ne, England? Ja, mit England bist du im Krieg. Ich habe 14.000 Ocken gekriegt. Wie geil ist das denn? Ja, erstmal wird hier scheiß zurückziehende Armeen, hey. Erstmal muss ich mir hier über Was haben wieder. wir hier? Wir hätten hier einen. Nicht. Oh, ey, ich glaube, das werden meine Einheiten nicht schaffen. Ich glaube, du musst dich ergeben. Lauf, solange du noch laufen kannst. Auf alle Fälle. Niederlage. Sieg. Oh. Mensch, bin ich schlecht. Ja, er muss einen Bot für dich kämpfen lassen. Ich verliere dauernd Berlin. Woran das wohl liegt? Es ist so klein und unnötig. Berlin ist voll auf. Ja, wie geil ist das denn? Ist komplett aufgeteckt, sag ich mal. Wie in Österreich bei mir auch. Okay, nur die Festung nicht. Ja, Moment, das ist gut. aber. Die ist ja aber auch wurscht, ne? Minus 2 Zufriedenheit. Berlin, wie sieht's aus? Ach, So, 6. machen Das wir da würdet weiter. ihr verkraften, aber ich will es nicht, dass ihr es verkraftet. Moment, die eine verzieht sich wohin? Die verzieht sich nach dort auf die verfickten nach Hey, bitte! Sizilien. Bitte nicht dieses Vokabular. Fick dich, du Arschgesicht. Gut, dann machen wir hier noch mal ein bisschen Deine Party. Fäkalsprache finde ich echt beschissen. Ich darf das. Zur Kapitulation bereit, Runden. Ja, guckbar. Ja, sie Nein. haben kapituliert. Wer hat kapituliert? Die Fratzacken wieder mal. Was, die kapitulieren? Bei mir kapitulieren die nicht. Ich bin mit denen immer noch im Krieg. Ja, ich hab die aus einem Stückchen Land rausgeschmissen, sagen wir es so. So, jetzt machen wir die Armee noch nieder. Alles musst du zerstören. So. Nein, ich habe die Stadt einfach friedlich erobert. Ui. Marseille, Marseille, genau, Marseille, in der Provence. Gut, dann hätten wir da noch eine Armee und da Hier noch oben eine mal Armee. gucken. Die Italiener, die haben ja Achso, Turin. ich wollte hier mal Oh, gucken. 3 Runden! die Italiener mit Man kommt hier Turin. mal ein großes Arsenal und eine Drillschule. Muss mich ja gegen für meinen Schwedenkrieg schon mal allmählich vorbereiten, gell? Schweden. Schweden, Schweden, Schweden. Liegen bei 1808, schade. Karl Gustav ist schon tot. Schon lange tot. Karl Gustav? Karl Gustav der 12., 7.? Heißt nicht Karl Gustav auch der momentane König von Schweden? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht.
Oder war es Gustav? Gustav Adolf? Mensch! Nein, Adolf, Adolf war der andere. Ja, nee, aus Gustav Adolf oder so. Oder Gustav, Karl Gustav. Ich glaube, Karl Gustav hieß der. Karl Gustav, ja. So, ich werde jetzt, denke ich mal, wagen, Paris zu attackieren. Indem ich die erstmal belagern lasse. Lass die mich belagern. Und die stelle ich dann hier so dazu. Meine Armee wird bald zur Unterstützung eilen, wenn ich hier die Franzosen, Italiener und Spanier mal rausgeegelt habe. Okay, belagern. Ja, momentan, ich könnte es jetzt eigentlich schon so gewinnen, aber ich warte mal, bis du auch noch da bist, also ich... Ja. Was erforschst du gerade? Ah, stimmt, wir müssen mal wieder Forschung abgleichen. Wow. Also, in 15 Runden habe ich die Eisenbeschläge. Gut. Und in 19 Runden habe ich die Zündhütchen. Gut. Was erforschst du so? Genau das hast du nicht erforscht. Erforschst du auch schon Pässe und Staatspropaganda? Ja. Okay. Genau das, was du nicht hast, erforsche ich mit. Dann ist das ja alles perfekt aufeinander abgestimmt hier. Ein Dreamteam. Perfekt. Besser geht es einfach nicht. Ja. Moment, hast du? Nee, hast du nicht. Nichts hast Franz du. Franz der Erste. Preußen im Krieg. Ich bin mit Großbritannien gar nicht im Krieg. Gegenteil, ich bin mit denen verbündet. Oh, trotzdem bin ich bei denen auf der Insel gelandet. Ach, stimmt ja. Hier, aus Osmanisches Reich ist ja... Hat ja Wales erobert, deswegen konntest du da landen. Stimmt. Ja, ja. Das ist ja Osmanisches Reich, genau das war's, genau. Genau, weil... Automatisch. Du bist mit, Osmanischem Reich im Krieg, ja. Ja, ich bin mit England verbündet. Ach, verdammt, ich hab sowas von eine gute Chance. Mit diesen Haufen Bauern. Sieg! Heil. Ja, jetzt kommt hier wieder der Nazi an, ey. Es ist friedlich Wie gesagt, rechts ist der richtige Weg. Was ist dein Traumberuf? V-Mann beim BND. V-Mann? Ich würde eher Y-Mann. Egal. So, Wales gehört jetzt mir. Heißt, der erste Schritt... Ach du Scheiße, nö. Ach du Scheiße, ja. Ach du wirkliche Scheiße, ich zieh mich zurück. Ich bin eine feige Ratte. Ich hätte gleich angreifen sollen. Ja. Ist hier nämlich... Füsiliere? Linie Füsiliere? Würdest du mal bitte auf automatisch drücken? Jetzt kommt's, du gewinnst. Ich hab mich zurückgezogen, das heißt, meine Armeen rennen! Rennen! Lässt deine Männer rennen. Was? Nachschlag. Unfair. Was wollen wir machen? Du bist derjenige, der Dingens, ne? Ach, mach mal hier manuell. Dann hast du eine sehr gute Chance zu gewinnen. Aber wie gesagt, nicht cheaten und freiwillig dich erschießen lassen, sondern hier immer mit heftiger Gegenwehr, ja. Es wird ein Kampf um Leben und Tod, mein Freund. Es geht um Paris. Obwohl, Paris. Mich würde das eher motivieren, gleich wegzurennen. Wer will schon Paris? Wer will Paris? Frag das die Franzacken! Franzacken, wer will Paris? Das Coole ist, ich bin Verteidigung. Ja, deswegen hast du ja auch die Chance. Ich hätte auch im Angriff die Chance. Ich einfach genial bin. Ja, genial, schlecht. Dieses Eigenlob von mir, ich bin gerade sehr bescheiden. Ja, wahrscheinlich stinkst du gerade zum Himmel. Ich hab Deo, da riecht man das nicht so. Ja, RTL-Klischee, ne? Und so, ne? Eigenlob stinkt, ich glaube nicht, dass das von RTL geprägt wurde. Nein, aber Gamer und so. Ach so, ja. Wobei, ich bin kein richtiger Gamer. Stimmt, du bist ein Mega-Nerd. Hast mich ja noch nie gesehen. Bist du dir sicher?
Stalker. Okay, schauen wir mal, was er da so treibt. Er versetzt sein Zentrum nach hinten. Du kannst mich nicht sehen, oder? Ei. Ei, caramba! Jetzt kannst du dich schön in deiner Stadt verschanzen. Ich hab die Qual der Wahl, ist mein Problem. Also egal, wie ich meine Armee aufstelle, ich werde sowieso daneben liegen. Och, weißt du, momentan bist du da recht gut, indem du einfach alles in die Mitte stellst. Ja, für deine Artillerie, Kanonenfutter und so. Muss ich dir sagen, hast du vollkommen recht, das sieht sehr gut aus momentan. Ich glaube, ich habe sogar die franzakische Artillerie, die scheiße ist. Na, ja. Herzlichen Glückwunsch. Fuck yeah, awesome shit und so. Awesome shit, du machst mir hier richtig Zeitdruck. Ja, richtig hart und so. Es ist hart. Jolos weg. Bitte nicht. Jolo. Bitte alles, nur nicht, bitte nicht. Warum denn nicht? Wo ist hier genau das hier will ich? Weißt du, wie schwul das gerade geklungen hast, als du gesagt hast, warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Gut. Hat er voll den Hammer Mega-Cheat-Trick angewandt. Ja. Und zack, Artified vom Feinsten. Aber hallo. Du triffst mich leider schon gar nicht schlecht. Ja. Das liegt halt an meiner Art. Dabei ist meine Folge geskillt, meine Arti. Ja, wen interessiert das Geskillte? Okay, du hast von mir nur bisher nur Pferde getötet und ein paar Leute. Ja, immerhin etwas, ne? Denkst du, ich sehe die Leute im Wald nicht? Das macht Spaß. Oh Mann, meine Artillerie. Egal, es ist franzakische Artillerie. Franzakische, bitte, wie? Franzakische Artillerie. Ist geil. Was auch immer franzakisch ist. Franzosen, franzakisch. Sag gleich Franzosen und franzakisch. Mensch Junge, wer soll ich denn so verstehen? Jeder weiß, wer ein Franzak ist. Party hart und so. Jawoll! Ich hab's schon hingekauft. Juhu! Damn. Egal. Jetzt gibt's Meuterei. Naja, Meuterei ist was anderes. Ja, aber egal. Egal. Wen interessiert, was eine Meuterei ist? Sind wir? Unser General wird angegriffen. Unser General. Was? Was? Da hab ich nicht hingeguckt, verdammt. Arschloch. Das hab ich gemerkt. Greift der Hurensohn einfach meine Art hier an. Mein General. Ja. Wohl, Moment. Ist mir scheißegal. Warum? Ist nur der General, der kann ruhig drauf gehen. Eigentlich ist es Blücher, aber es ist eigentlich scheiß nicht egal, aber egal. Das ergibt keinen Sinn. Tut's auch nicht, aber es hat, ist auch nicht der Sinn. Die Infanterie wird von einer scheiß Kavallerie aufgerieben. Echt? Ich kann da gerade gar nicht hingucken, ich find's lustig. What the fuck? Naja, ein paar Verluste hab ich ja wohl auch, ja. Ja, die paar. Die paar vielen Tausend. Tausend. Wohl. Tausende von Toten, die diese Schlacht fordert. Sag mal, ist das. Ach so, verdammt, mehr krieg ich nicht. Oh nein! Nein! Es ist scheiße, es ist alles im Arsch. Ich habe jetzt 10.000 Artis, aber keine gescheite Infanterie. Ja, meine Infanterie wird gerade draufgehen. Zumindest fließt ja schon eine. Alter, was das für ein Massaker ist. Ja, ich frag mich, wie danach die Stelle da aussieht. Ich will es gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Ich will schon. Ich sage, einen Kartätschen laden und da reinrotzen. Ist mir scheißegal, wie viel verbindet die da umbringt.
Hörst du eigentlich, wie es bei mir gewittert? Ja, ein wenig. Nur dann. Ah, guck dir mal an, wie viele Dinge da drauf gehen. Warte, das ist alles. Das ist dein Rest? Dein Rest der Armee? Ich hab doch gesagt, das ist scheiße. Meine ganzen Infanteristen sind nicht gekommen. Wobei, nee! Komm ja. Der Vorteil ist, sobald du jemanden umbringst, krieg ich Verstärkung. Ja, ja, ja. Ja, stell vor, ich nicht. Die ganze Einheit ist tot, Sir. Oh, die ganze Einheit ist tot. Meine ganzen Artis gehen gerade drauf. Ja, finde ich. Weißt gut. Du, wen das interessiert? Niemanden. Richtig. Ist aber für mich gut. Weil ich meine Artillerie umstellen kann. Und voll in das Scheißzeug da reinrotzen. Wo rotzt du rein? In dein Gesicht. Mm. Und wieder geht's los. Oh, noch mehr Franzosen fliehen. Wen wundert das? Hm. Niemand, der sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt hat. Wow. Das war so intelligent. War es auch. Hä? Wieso kommen hier die Pferde von links? Was ist da kaputt? Das nennt man Taktik. Nö, das nenne ich Cheater. Nein, Stratege. Cheater. Loser. Nope. Cheater. Ja, sag ich doch. Loser. Wow. Wenn die da mal schießen, die Vollidioten? Hm, vergesst's. Vergesst, ist eh egal. Interessiert's nicht. Ist Rain. Interessiert wirklich nicht. Okay, jetzt wird's hier echt interessant mit deiner. Irgendwie. Ist das hier eigentlich hauptsächlich Kavallerie-Fight, oder? Ja, irgendwo schon, ne? Unsere Männer fliegen. Mann, die Franzosen haben nicht mal Quadratformation erforscht. Alter. Es kann auch sein, dass es Einheiten sind, die. Ja, dein General ist gerade draufgegangen. Ja, jetzt habe ich dafür einen richtigen General. Ich krieg auch Verstärkung. So ist es. Oh, mein General ist verwundet. Ja. Gebhard von Blücher, der ist noch gar nicht tot, der ist nur verwundet. Gebhard von Scharnhorst ist gestorben. Wer auch immer das ist. Ja, wer weiß. Mich interessiert es zumindest nicht. Ich auch nicht. So viele Leichen. Das hat gerade echt eklig martialisch geklungen. Hm, Leichen. Oh Mann. Oh Frau, oder was willst du, dass ich dir antworte? Unsere Männer fliehen. Nein. Sir. Oh Mann. Das reicht schon für mich aus. Los. Los, 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 Kavallerie. Metzelt die Kavallerie nieder. Los. Was, was? Lol, meine Kavallerie ist weg. Mhm. Ich wurde komplett niedergeschlagen. Mhm. Was hat ich denn die für? Ja. Oh, alles flieht. Kein Wunder, dass sie den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Mhm. Ah, verflucht. Das wüsstest du auch, wenn du nur einmal französische Panzer in World of Tanks gefahren hättest. Ja, jetzt wenn ich World of Tanks spiele. Puh. Boah, was da jetzt für eine Armee wieder anrückt. Heilige Mutter Gottes. Ist das hier Gotteslästerung? Hä? Lästerst du, Gotte? Ja. Lästerst du? Macht keinen Sinn, aber ist egal. Das interessiert niemanden. Mm, richtig. Alter, ja, das ist geil, weil jetzt kommen hier meine ganzen fetten Armeen an. Hihi. Hättest du mal nicht meine unnötigen Einheiten abmetzeln sollen. Hihi. Hätte Fahrradkette. Das ist ein sehr guter Spruch. Ja, ich weiß. Ja, hast du von mir. Deswegen ist er gut. Ja, ja. Eigenlob stinkt wie immer. Doch. Ich hab Deo, das macht nichts. Ja. Ich muss jetzt hier meine gescheite Schlachtlinie aufstellen. Das ist echt geil, dass meine Infanteristen überlebt haben und deine Artisten. Einheit ist tot, Sir.
machen, was sie wollen, ne? Das ist faszinierend. Ja, geh in den Wald, weißt du? Geh. Los, geh rein, hopp. Verzieh dich in den Wald. Das interessiert mich nicht. Ich mag halt Wälder. Ja, stehst drauf, was? Fickst jeden Baum einzeln. Ja, ich weiß alles über dich. Okay, deine Sexträume will ich mir gar nicht vorstellen. Der war gut. Ja, hier, ich fix jeden Baum einzeln. Boah, jetzt krieg ich noch mehr Artillerie. Echt? Ja, die hab ich schon alle los, du. Oh Mann, ich will nicht so viel Artillerie. Ja. Niemand braucht so viel Artillerie. Zähl doch keinen Schwachsinn, du stehst auf die ganze Artillerie. Ja, nein, die ist scheiße. Das stimmt, die ist teilweise echt unnütz. Wow, ich hab eine Artillerie, 600 berittene Artillerie. Hey, ich kann eine neue Schlachtordnung von hinten. Also, so weißt du, wie ich meine? Von hinten nicht, weil das wäre in meinem Rücken und in meinem Rücken ist nur das Ende der Karte. Mein Rücken meine ich damit. Also von vorne. Von dir aus gesehen vorne, von mir aus gesehen hinten. Ja, so einer bist du. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Ah, jetzt kommst du mit, ja. Aha. So ist das also. Ich hab's. Wie gesagt, meine Artillerie macht, was sie will, ne? Ja, pff, dann lass sie mal machen, ne? Sieht gut aus. Ich könnte mir jetzt eigentlich den totalen Rückzug erlauben. Dann tust du. Als intelligenter General, aber dann flucht der Herr wieder. Ich fluch nicht, ne? Nein! Hey, ich würde mal gerade schon einsetzen. Du kannst dich. Kannst dich ruhig zurückziehen. Tötest Hallo. Du hier gerade meine Leute? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Naja, egal. Piu! Du, dich interessiert also die Meinung der anderen überhaupt nicht. So. Boah, wie viel Infanterie da hinten wieder auf den Koch kam. Bei dir oder bei mir? Bei mir kam Infanterie. Oh, das nervt extrem, dass hier andauernd neue Einheiten kommen, weißt du? Ja, die Schlacht zieht sich hier in die Länge. Weil, hast gerade, keine Ahnung, wie viele tausende Gegner getötet, freust dich und zack, kommen schon wieder neue. Und what? Hell, was für eine Reichweite haben meine Jäger denn? Das sind Jäger, verdammt. Verdammt. Ich wünschte, meine Einheiten hier vorne wären Jäger und nicht irgendwelche unnötigen Linieninfanteristen, die sich jetzt von deiner Arti wegschießen lassen. Ist mir egal. Joa, darauf antworte ich nur mal. Pech gehabt! Pech gehabt, Keule. Du hast es erfasst. Mann, bist du ein schneller Typ, ja? Ein schneller? Alter! Ist das martialisch, ey? Was denn? Vielleicht ein Haufen da hinten? Mhm. Holy shit! Autschi! Das sieht aus wie ein M. Ist das so? Oder ein W. Je nachdem von wo man guckt. Wie? Ja, weh. Ja. Ich glaub, nur deswegen sind sie sogar so drauf gegangen. McDonald's M stimmt. Sieht echt aus wie ein M. Nein! Ja, weißt du. Au, mein Freund. Das ist aber nicht so die feine englische Art, was du da machst mit deinen Kartätschen. Nächstes interessiert mich. Ja. Liegst du genau falsch. Ah, verdammt. Oh, das war mies. Das war mies, mein Freund. Das war echt mies. Das war eine Artillerie. Weil die zwei anderen halt Scheiße bauen. Die kleben im wahrsten Sinne des Wortes ineinander. Merkwürdigerweise. Oh, das sind perverse Franzosen. Ja, Franzosen halt, ne? Was soll man erwarten? Genau das. Alter, was tötest du da die ganze Zeit von mir? Ach, ich habe jetzt gerade die Meldung gekriegt, dass die Einheiten tot sind, die du vor ein paar Stunden schon mit deiner Kavallerie überrannt hast. Also. Das ist bitter. Ja, wahrscheinlich, weil die geflüchtet sind. Ja, das kann sein. Das ich ist ganz ausgerottet. Ja, ich werde hier immer up to date gehalten, weißt du? Ja, man merkt es gar nicht, nämlich. Das hast du sehr gut beobachtet. Sehr gut beobachtet. Mann, bist du.
nicht, ob ich das so gut heiße, dass du hier reinweise meine Typen killst, aber wen interessiert's? Ich nicht. Ich meine, deine Kavallerie kann, also meine, deine Infanterie kann sich um die Artillerie kümmern, die... Wie es weitergeht, sehen wir übrigens in der nächsten Folge von Let's Play Together Napoleon Total War.